Achim, bei der Linken, da sieht es wahrscheinlich ganz anders aus, oder? Ja, von einer ausgelassenen Feierstimmung kann ja bei den Linken verständlicherweise nicht gesprochen werden. Die Band spielt fast für sich alleine. Ein paar Linke haben ihren Frust über die Wahlschlappe über Bord werfen können und tanzen noch ein bisschen. Aber letztendlich fließt nur noch so ein bisschen Frustbier. Die meisten sind schon nach Hause gegangen. Vorhin ist noch der Spitzenkandidat Christian Görke, der hat vorbeigeschaut und nochmal Trost gespendet den geschundenen Seelen seiner Genossen. Auch Anita Tack und Margitta Mächtig haben hier den Abend relativ nachdenklich verbracht. Aber man muss eins sagen, bei den Gesprächen, die ich mitgehört habe, da ist doch eins ganz klar geworden. In die Koalitionsverhandlungen, da geht man durchaus selbstbewusst rein. Man will das nochmal alles besser machen als beim letzten Mal. Und damit gebe ich erstmal zu den Grünen und zu Andrea Vername. Ja, mit